Hallo, lassen Sie uns zu den Höhepunkten des Tages aufschließen. Das Traumschiff hat einen neuen Kapitän, Max Pager. Oder besser gesagt, Florian Silbereisen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag stach er erstmals in See und sicherte dem ZDF mit seinem ersten Einsatz den Quotentagessieg, 7,49 Millionen Zuschauer. Und das war kein einmaliger Ausrutscher. Auch die zweite Folge am Neujahrstag konnte an den Erfolg anknüpfen und ihn sogar übertreffen. 7,8 Millionen Menschen schalteten die Sendung ein. Allerdings wurden so auch noch mehr Traumschiff-Fans Zeuge von amüsanten Filmfehlern. Am zweiten Weihnachtsfeiertag konnten sich die Zuschauer auf Twitter vor allem über Florian Silbereisens kuriosen Fernglaseinsatz amüsierten. Damals starrte er von der Schiffsbrücke aus sehr gekonnt auf ein Verdunklungsrollo. Diesmal unterlief den Traumschiffmachern ein etwas anderer Fehler. Sie ließen die Kreuzfahrtgäste zu einem Tagesausflug ausrücken. Nur dummerweise lag das Ziel knapp 20 Stunden vom Hafen Cartagena, Kolumbien, entfernt. Ein Zwischenstopp mit Übernachtung? Fehlanzeige. Dieser Fauxpas entging natürlich auch den Twitter-Usern nicht. Aber nicht nur der Tagesausflug von Cartagena nach Salento, der Achse des Cafés, sorgte für Erheiterung. Auch die Tatsache, dass die Traumschiffmacher Deutsch in Cartagena kurz und zur Amtssprache deklarierten, machte die Sache nicht besser. Überhaupt ist der ZDF-Blick auf die Reiseländer egal, ob Kolumbien oder Antigua, gern extrem touristisch, wenn nicht sogar spätkolonialistisch. Die Einheimischen werden meist singend und tanzend und immer gut gelaunt dargestellt. Und Deutsch sprechen sie obendrein auch immer, wenn auch mit kleinem Akzent. Danke fürs Zuschauen. Bitte schauen Sie sich das nächste Video an.